zu stottern begann, hab ich noch gelacht, denn es ging grad bergab. Mit paar guten Worten, da sprang er stets an. Ich dachte, der macht doch lange nicht schlank. Der macht doch noch lange nicht schlank. Aber dann ging noch der Sprit zur Neige. Wer hat das Loch in den Tank reingehackt? Das grobe Warnlicht der Treibstoffanzeige hatte immer schon Wackelkontakt. Das hatte schon immer Wackelkontakt. Du steckst die Karre im Dreck und dreht sich nicht mehr vom Fleck. Du kriegst sie keiner mehr weg und ja, Mann, hat auch keinen Zweck. Scheinwerfer sind nach und nach durchgebrannt. Das muss einen nicht wirklich stören. Und im Getriebe, da knirschte der Sand. Das kann man eine Zeit lang ganz gut überhören. Das kann man eine Weile ganz gut überhören. Haben uns nicht gejuckt, aber dann war auf einmal das Navi blind. Da haben wir dumm aus der Wäsche geguckt und uns gefragt, wo wir eigentlich sind. Und uns gefragt, wo wir eigentlich sind. Du steckst die Karre im Dreck und rührt sich nicht mehr vom Fleck. Du kriegst sie keiner hier weg und jammern hat auch keinen Zweck. Aber die Karre da stehen gelassen und diese Spritztour als Ulk verbucht. Wenn wir die letzte Ausfahrt verpassen, bleibt uns zum Schluss nur die Fahrerflucht. Da bleibt ganz zum Schluss nur die Fahrerflucht. Da bleibt ganz zum Schluss nur die Fahrerflucht. Da bleibt ganz zum Schluss nur die Fahrerflucht.